160 € kostet dieses Tablet hier, das Dragon Touch Max 10. Jawohl, Leute, wir sind weiter auf der Reise durch die günstige Android-Tablet-Kategorie, um zu schauen, ja, welches Tablet taugt was und welches taugt eher weniger. Und ja, ich bin hier mal bei Dragon Touch gelandet. Noch nie von der Firma gehört, aber wir haben hier ein 10-Zoll-Tablet mit Octa-Core-Prozessor, 1080p Auflösung, 3 GB RAM, 32 GB erweiterbarem internen Speicher und das Ganze für eine UVP von 160 €. Gibt es aber auch oft mit Rabatten. Aktuell zum Beispiel bei Amazon gibt es 40 € Rabatt, also 120 €. Ja, auf jeden Fall schon mal ein günstiger Preis. So, wir packen das Ding mal aus, denn das hier wird ja ein kurzes Unboxing-Video. Und wir finden dann hier einmal ja eine ganz, ganz, ganz super schlichte weiße Packung. Also geht's direkt mal weiter. Wir öffnen die und ich bin mal auf die Materialien hier gespannt. Und hier oben liegt auch schon das Tablet auf. Also einmal rausgekibbelt und ja, relativ leicht. So auf den ersten Eindruck. Ich lege es mal zur Seite. Was finden wir noch in der Box? Ja, da fliegt alles ein bisschen unsortiert durch die Gegend. Wir haben hier einmal das USB-Ladegerät und das fühlt sich schon richtig billo an. Also so richtig günstiger Kunststoff. Das Ding wiegt irgendwie so, als wäre es ein Dummy und als wäre da gar nichts drin. Mal schauen, was der für ein Output liefert. 5 Volt, 2000 mA, also 10 Watt. Ja, ein 10 Watt Netzteil, das so leicht ist. Ja, ich bin ja mal gespannt. Okay, natürlich gibt es dazu noch ein passendes Kabel. Und jetzt ist natürlich hier die spannende Frage. USB-C oder Micro-USB? Bitte, bitte USB-C, bitte USB-C, bitte USB-C. Ja, USB-C. Sehr schön. Dann hätte ich jetzt Micro-USB gesehen. Selbst bei dem günstigen Preis, da hätte ich einen kleinen Anfall bekommen. Wir bekommen eine Bedienungsanleitung. Schön dick. Mal schauen. Español. Ach ja, und hier ist sie in Deutsch, da wird nochmal alles erklärt, wo sind die Knöpfe, wo ist die Kamera und so weiter und so fort. Aber das finden wir alles selbst raus mit ein paar ja, bunten Bilderchen drin, alles okay. Und hier haben wir nochmal die Dragon Touch ja, Garantiekarte. Und das wäre es auch schon gewesen. Also kann der ganze Kram hier mal aus dem Weg. Und wir enthüllen dann das eigentliche Tablet, also einmal die Folie abnehmen. Und dann haben wir das Teil schon vor uns mit einem Fullscreen-Sticker, wo steht Attention. Ach du lieber Gott, hier bekommen wir erklärt, wie man Apps startet. Tap an item or app once to select or launch it. Also wenn man eine App sieht, Freunde, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, wenn ihr hier eine App seht, dann müsst ihr einmal drauf drücken, um die zu starten. Also hier, das ist ja sicherlich gut gemeint, aber das ist schon die Erklärung für, ich sag mal, für Dummies, oder? Also wir ziehen dann auch mal hier diese Schutzfolie direkt runter, denn, ja, ach nee, das ist eine Doppelschutzfolie. Also wir ziehen die Erklärfolie hier vom Erklärbär einmal runter und sehen dann hier unser Display und ich lasse das jetzt mal noch drauf. Hier kann man es vielleicht erkennen, wir haben hier noch eine extra Display-Schutzfolie drauf. Ja, das finde ich doch nett. Ja, ob die jetzt draufbleiben soll, ob man das mag oder nicht, kann man immer selbst entscheiden. Aber so die Option, das finde ich immer eine ganz nette Geschichte. So, also da haben wir die Vorderseite. 10,1 Zoll im Durchmesser, in der Diagonalen. Dann haben wir hier einmal die Rückseite. Auch da ist nochmal eine Schutzfolie drüber. Die nehme ich aber jetzt runter. Und das Material, ja, man könnte auf den ersten Blick vielleicht denken, das wäre Metall. Ist aber Kunststoff. Ganz eindeutig eine Kunststoffrückseite. Hier haben wir die Hauptkamera und ja, das hier sieht wohl aus wie ein kleiner Blitz. 8 Megapixel, glaube ich, hat die, aber wir erwarten mal, ja, Tablet üblich hier, vor allem in der Preisklasse, gar nichts. Wir erwarten richtig schlechte Bilder, aber ob das wirklich so ist, werden wir sehen. Hier unten steht nochmal Modell, Input 5 Volt 2 Ampere, also der kann mit 10 Watt maximal dann auch aufladen, genauso wie das tolle Netzteil das abliefert. Auf der rechten Seite finden wir einmal hier den Lauter-Leiser-Button oder die Lauter-Leiser-Wippe und die ist sehr, ja, clicky, also hat einen guten Druckpunkt, dann hier den Power-Button, 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Hier, das wird wohl ein Mikrofon sein an der Seite. Auf der Oberseite haben wir den Ladeanschluss für USB-C. Dann hier, das sieht aus wie eine Klappe, die man öffnen kann. Lasst mal schauen.
Genau, da kann man das abnehmen und hier können wir dann unsere Speichererweiterung einschieben. Hier die Micro-USB-Karte, maximal 128 GB kann man hier reinpacken. Also so eine ganz normale Micro-USB-Karte und dann hier wieder drauf fummeln. Klack, klack, klack. Jawohl, und dann ist das wieder zu. Und ansonsten finden wir auf der Oberseite nichts, auf der linken Seite nichts, auf der Unterseite. Ja, die Lautsprecher, zwei Stück an der Zahl. Interessant, Stereo, vielleicht ein guter Klang. Das ist ja immer so, ach Gott, der Klang, der Klang, der Klang, der macht mir immer sehr viele Sorgen bei den günstigen Tablets. Da habe ich bisher noch keins überzeugen können. Vielleicht ja hier von Dragon Touch das Max 10. Also, soweit, so gut. Ich drücke mal hier auf den Power-Button und wir schauen, ob da Saft drauf ist. Und ja, also spiegeln tut es aber auch so richtig gut. Auf jeden Fall, es fährt hoch. Wir sehen, powered by Android natürlich. Und hier drauf läuft Android 9 Pie. Und dann kommen wir hier in den ganz normalen Startscreen. Und ich wähle mal hier eben schnell aus. Deutschland, Deutschland, Deutsch. Das ist aber hier sehr dunkel. Und ich kann es gerade gar nicht heller stellen. So, also Deutschland habe ich ausgewählt. Gehe auf Start. Jetzt ist er ja doch auf Englisch. Meine Güte. Naja, zumindest mal hier die Touch-Eingaben, die werden sehr flott und gut registriert. So, Deutschland starten. Und ja, dann gehe ich jetzt mal hier gleich durch den ganzen Einrichtungsprozess durch, wähle mein WLAN aus, gebe das Ganze ein und bin dann mal gespannt, was das Tablet hier so abliefert. So der allererste Eindruck, natürlich sehr dunkel eingestellt, aber das kann man mit Sicherheit noch heller einstellen. Von den Blickwinkeln her, ja, wenn ich skippe, dunkelt es schon etwas ab, aber jetzt nicht extrem, dass ich jetzt direkt mal sagen würde, buh, nee, geht ja gar nicht. Aber das ist alles noch abzuwarten. Dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit und die Testperiode. Ich bin auch auf die Akkulaufzeit gespannt. Es werden versprochen 10 Stunden, also so iPad-Kategorie. Apple sagt ja auch immer, 10 Stunden hält der Akku hier durch. 5000 mAh ist er übrigens groß, der hier drin steckt. Und unterstützt wird Dualband WLAN 802.11 A, C, B, G und N. Jawohl. Und das soll es auch schon gewesen sein, Freunde. Das wäre das Unboxing von diesem kleinen, günstigen Tablet. Ich bin jetzt sehr gespannt, was es so kann, ob der Octa-Core was abliefert. Der taktet übrigens nur mit 1,3, jetzt muss ich kurz spicken, ich glaube 1,3 Gigahertz. Nein, 1,6 Gigahertz. Also 1,6 Gigahertz Taktfrequenz bietet hier der 8-Kerner. Ja, wir schauen mal, wir schauen mal. Also ist immer schwer zu sagen, ob das jetzt eine gute Performance dann gibt oder nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Tja, und wenn ihr auch gespannt seid, dann schaltet einfach wieder ein, wenn ich hier mein volles Review abgebe zum Dragon Touch Max 10 Tablet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So. Passwort.